Zentimeter hoch stand bei uns das Wasser am 11. September 2012. Ursache war ein überdimensionaler Regenguss, der hier bei uns Franziskanern in Delz eine Überschwemmung verursacht hat. Schnell sind uns etwa 10 Feuerwehrleute zu Hilfe gekommen, die unsere Räume trocken gesaugt haben. Für einige Feuerwehrleute bedeutete das, dass sie auf eine spannende Live-Übertragung, nämlich auf das WM-Qualifikationsfußballspiel Österreich-Deutschland, verzichten mussten. Warum tun Leute so etwas, auch junge Leute, dass sie auf ihre Freizeit verzichten, um anderen, die in Not sind, zu helfen? Ist es Sensationsgeilheit, dass sie neugierig sind auf Notsituationen? Oder suchen sie Anerkennung, die sie gerade auch bei solchen Einsätzen finden können? Oder machen sie das, weil es sich gut anfühlt, etwas Gutes zu tun, Menschen in Not zu helfen? Wenn ich Menschen helfe, dann bringt mir das was und ich fühle mich dabei auch gut. Und ich denke da an Jesus, der sagt, es ist wie ein Erfolg, wenn wir für andere Menschen da sind. Er drückt es für mich so aus: Wer von euch der Erste sein will, der sei der Diener aller.